Livingston, Texas. 40 Meilen nördlich von Houston liegt die Polanski Unit, ein Todesgefängnis. Wir wollen zu Anthony Medina, dem Mann, der zwei Kinder auf dem Gewissen haben soll. Zum Tode verurteilt wartet er seit 9 Jahren auf den Tag X, den Tag, an dem er durch die Giftspritze sterben wird. Persönlicher oder körperlicher Kontakt während des Gespräches sind strengstens verboten. Eine kugelsichere Glasscheibe trennt Tony von der Außenwelt. Wir wollen von ihm wissen, warum er hier ist. Ich bin für etwas bestraft worden, was ich nicht getan habe. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht hier sein. Ich habe selbst Kinder draußen, mit denen ich zusammen sein sollte. Glücklicherweise habe ich eine Familie, die mich braucht, und Freunde, die mich unterstützen. Campton Hill, ein Vorort von Houston. Hier begann vor 9 Jahren Anthonys Geschichte. Die Hausnummer 15431 ist der Tatort. In der Silvesternacht soll Tony aus einem fahrenden Auto heraus 2 Kinder erschossen haben. Seit fast 5 Jahren kämpft sich Anwalt Morris Moon durch die Akte Medina. Er will den Fall noch einmal aufrollen. Seine intensive Recherche und die Überprüfung von Zeugenaussagen lassen auch beim Anwalt Zweifel am Urteil aufkommen. Bei Tonys Fall gibt es so viele Probleme. Da sind einerseits wichtige Beweise, die das Gericht nie zu Gesicht bekommen hat. Und es gibt auch jede Menge Verfahrensfehler. Tonys Fall ist ein sehr gutes Beispiel, was hier in Texas bei Gerichtsverhandlungen passieren kann. Wir sind in Downtown Houston auf dem Weg zum Gerichtsgebäude. Vor 5 Jahren schon hat Morris Moon die Akten für Anthonys Revision eingereicht. Doch trotz falscher Zeugenaussagen und neuer Beweise, ein Wiederaufnahmeverfahren gab es bisher nicht. Es bleibt nur die Hoffnung. Ich denke, wenn Tony endlich ein neues Gerichtsverfahren bekommen würde und wir dann alle neuen Beweise präsentieren können, dann glaube ich, wird es sehr schwierig, Tony schuldig zu sprechen. Zurück im Knast. Anthonys eigene Zelle dürfen wir nicht sehen, doch das Filmmaterial der Gefängnisleitung gibt Einblick, wie man als Todeskandidat lebt. Der Alltag im Gefängnis ist trist, der Tag wird nur von den Mahlzeiten unterbrochen. 23 Stunden bleiben die Todeskandidaten hinter verschlossenen Türen. Keine Chance, dem zu entkommen. Das hier ist nur ein Vegetieren. Jeden Tag wache ich auf, ich esse, kann eine Stunde aus der Zelle, lese und ich gehe wieder schlafen. Und ich weiß, am nächsten Tag ist es wieder so. Ich hoffe einfach nur, dass der Tag kommt, an dem ich ein Blatt Papier bekomme, das mir sagt, es gibt ein neues Gerichtsverfahren. Das große Foto erinnert seit 10 Jahren Anthonys Mutter Golda an die Geschehnisse. Sie will und kann ihren Sohn nicht vergessen. Akzeptiert hat sie die Gerichtsentscheidung bis heute nicht. Jeder denkt, Anthony Medina ist ein Monster. Sie sagen, er hat 2 Kinder umgebracht und dafür soll er jetzt sterben. Es tut mir leid, aber wie kann man sich so sicher sein, wenn man gar nicht dabei gewesen ist? Ich verstehe nicht, wie der Bundesstaat Texas einfach sagen konnte, er hat es getan. Das will ich nicht akzeptieren. Ihr Sohn beschäftigt Golda Medina täglich. Über den Fotos grübelt sie, wie Anthony ohne Fingerabdrücke auf der Tatwaffe schuldig gesprochen werden konnte. Oft denkt sie an seine Jugendzeit, denn sie weiß, Anthony ist kein unbeschriebenes Blatt. Vor seiner Verhaftung war er Kopf einer berüchtigten Gang, hatte oft Ärger mit der Polizei. Jeder ist am Anfang seines Lebens unschuldig, er war das auch. Dann hat er große Fehler gemacht und schlechte Entscheidungen getroffen. Seinen Söhnen will Anthony genau diese Erfahrung ersparen. Er will für sie ein Vater sein und kämpft darum für seine Freilassung. Ich werde mich hier nicht kleinkriegen lassen. Sie werden nicht gewinnen. Das erhält mich am Leben. Ich weiß, sie werden mich nicht besiegen. Und selbst wenn ich hier noch 5 oder 10 Jahre sitzen muss. Ein neuer Prozess könnte für Anthony auch ein neuer Anfang sein. Die Akte Medina ist noch lange nicht geschlossen.